Hallo Fotofreunde, schön, dass ihr heute auch wieder dabei seid. Ich zeige euch heute meine Top 5 Fotografie-YouTube-Kanäle. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonnieren und auf die Glocke drücken, dass ihr zukünftig nichts mehr verpasst. Auf YouTube gibt es unendlich viele Fotografie-Kanäle und um den Rahmen nicht zu sprengen, habe ich mir 5 meiner Lieblingsfotografie-Kanäle rausgesucht und mich darauf konzentriert. Es gibt auch viele gute deutschsprachige Kanäle, aber meine heutigen Top 5 sind alle englisch. Wir starten mit der Nummer 5, Kai Wong. Er war früher bei Digital Rev TV und hat viel über Fotoausrüstung gedreht. Nachdem er nicht mehr für Digital Rev TV präsentiert hat, hat er seinen eigenen Kanal gestartet und zeigt dort witzig und gekonnt seine unterschiedlichsten Themen. Zum Beispiel Drohnen, GoPro oder Alternativen und so weiter. Nummer 4. Thomas Heaton. Ein Landschaftsfotograf, der seinen Abonnenten Tipps und Tricks für die Landschaftsfotografie gibt. Scheut sich auch nicht davor, seine Fehler zu zeigen oder darüber zu reden, sodass andere daraus lernen können. Nummer 3. Jared Pollen. Verpackt aktuelle Fotografie-Infos witzig und kompetent. Nimmt seine Abonnenten auch zu Shooting-Aufträgen mit und erklärt gerne mal die Technik und Jahreszahlen der Hersteller. Nummer 2. Tony Northrop. Gibt mit seiner Frau seriös und neutral einen guten Überblick über viele Themen der Fotografie, wie zum Beispiel die Ausrüstung, Tipps und Tricks und Quartalsberichte. Okay. Echt ein krankes Wort. Wie zum Beispiel die Ausrüstung, Tipps und Tricks und Quartalsberichte oder Jahresberichte der Kamerahersteller. Und zum Schluss die Nummer 1, Irene Rudnick. Sie macht gerne verträumte und märchenhafte Porträtfotos mit leichten Outfits und natürlichem Licht in der Natur. Das waren meine Top 5 Fotografie-YouTube-Kanäle. Schreibt mir einen Kommentar, welche eure Lieblings-YouTube-Kanäle sind zum Thema Fotografie. Alle Links findet ihr wie bekanntlich in der Videobeschreibung und abonniert doch Mayan Ray. Ich sag danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis neulich!